Recht herzlich willkommen zur 55. Folge von Stellaris. Ja, wir haben letztes Mal irgendwo eine Bergbaustation angestoßen, allerdings nicht hier, das ist unsere Heimatwelt, sondern es war irgendwo südlich, glaube ich. Ja, war südlich. Nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte auch nicht die Karte so drehen. Ich wollte eigentlich nur darunter scrollen und gucken, dass wir hier unten hinkommen, wo es war. So, entweder da war es. Ne, dann war es nicht hier, dann war es da. Genau, hier denke ich mal, wollten wir bauen, ne? Die müssen dann da gleich irgendwann ankommen. Militärmacht passt schon. Und dann sollte das hier auch ein bisschen mehr werden. So. Hungertod. Negative Bilanz. Unruhen. Und irgendwo fehlt da die Dingens-Truppe. So, die fliegen noch dahin, das passt. Sind unterwegs und bauen das gleich. Protektorat. Wir bereiten uns auf einen Krieg dann lieber vor. Ja, Krieg vorbereiten bedeutet auch, wir haben unsere First Strike hier. Die fliegen wir jetzt hier hin. Geht nicht, ne? Die erklären wir jetzt den Krieg. Assara Administration Limiting. Tja, Gegner sind Assara Star Empire. Ah, so macht man das, oder wie? Ausgewählt. Wie kann ich das jetzt nicht machen, oder was? Ach so, da oben reinhängen. Toll, ne? Planet befreien. Assara, Planet updaten. Dann geht befreien. Dann Planet abtreten. Befreien die, definitiv. Bestätigen. Nicht erneut anzeigen. So, jetzt haben wir die als Feinde. Das ist doch schon mal was. First Strike. Und die fliegen jetzt hier hin. Militärmacht. Das ist alles um das gewesen, ne? Das ist das Schlimme. Ja, 39 wird schlimmer. Oh, jetzt ist hier schon wieder was Negatives. Sektoren fehlen Ressourcen. Haben wir wieder geändert. Jetzt geht's wieder ein bisschen voran. Wer weiß wie lange. So, gucken wir auf der großen Karte nochmal vorbei. Nicht. Wird das hier gebaut? Ja, sieht so aus, als ob das noch gebaut wird. Das müssen dann hier dann 10 werden, dann haben wir es geschafft. Gut, und das werden wir ja in der Nachricht für kriegen. Wo ist unsere Flotte jetzt? Die ist hier unten. Irgendwo verschollen in der Ferne. Ja. Okay, die sind unterwegs.
Da haben wir jetzt 10. 2 hat der da noch. Und 4 hat der. Ich glaube, den 4er. Den können wir da auch noch nehmen, ne? Bau die auch nochmal. Gut. Und was ist das hier für ein 6er? Da wäre noch ein 4er drin. Sonst ist, glaube ich, keiner mehr der, wo ich sagen würde, das passt, ne? Kann sein, dass hier gerade ein Reich kaputt gegangen ist. Sieht so aus, ne? Jetzt hat das seine Farbe geändert, weil was? Sind das jetzt eine Allianz gegen uns oder was? Wahrscheinlich, ne? Okay. Rivalität. Mhm. Okay. Weg damit. Da ist die Truppe. Läuft, ne? 364. Was die haben, weiß ich jetzt nicht. Ach doch, sieht man ja hier. 91. Naja, schauen wir mal da rein, ne? Das ist diese hier, ne? So, jetzt sind die da, oder? Machen die auch was oder machen die nichts? Okay. Kann man es nicht ändern. Jetzt sind sie da. So, dann ein Tau. Bewegen die sich dann auch, oder? Ja, ist klar, dass eine feindliche Flotte in der Nähe ist. Föderationsangebot. So. Wo sind jetzt unsere Schiffe? Ah, jetzt fliegen sie. Ah, das ist jetzt die falsche Flotte, die ich mir gerade angucke, ne? Gehe zu, kann ich auch Follow irgendwie machen? Nee, ne? Flotte verbessern, das hätte man ja vielleicht machen müssen, ne? Ja, jetzt ist das erstmal nicht so entscheidend. Aber die können eigentlich keine besseren... Oh, die haben gerade aufgerüstet schon, 131 da, schau her. Die hatten eben noch 91, ne? Oh, jetzt schießt er uns ab da wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, wer da wen er trifft oder so, oder nicht trifft. Das haben wir immer selber ausgerüstet, ne? Das ist das Problem. Ich glaube, unsere Flotte wird gerade dezimiert, ohne dass wir eine Chance haben, ne? Ja, das war unsere Flotte. Alles klar. Oder? Ja, die sind immer noch schön da, ne? This war's. Wieso fliegen da jetzt Konstruktionsschiffe durch die Gegend? Aber das sind nicht unsere, ne? Nein.
So, damit haben wir die Flotte auch zermalmt und ich sehe jetzt irgendwie so, ja, wir müssten jetzt eigentlich dann schauen, dass wir erstmal was aufbauen, ne? Wo waren das mit unserer Basis? Ist das da oben, ne? Ja. Da sind 14 jetzt. Terraforming. Raumhafen. Können wir nicht bauen, kostet 300, müssen wir noch ein bisschen sparen. Kriegen wir aber auch noch zusammen. Tja. Das ist jetzt gerade ein bisschen dumm gelaufen, aber war abzusehen in irgendeiner Form, aber was willst du auch machen, ne? Irgendwie wollten wir vorankommen, aber wie? Sah gerade nicht gut aus. Konstruktionsschiff, aber wir sind so weit weg, das ist da unten jetzt. Dann lass uns lieber da unten hingehen und da nochmal gucken, wo wir da was bauen könnten. Das waren 3x2, das bringt uns nichts. Hier wäre noch ein Vierer. Das geht. Dann lass die nochmal bauen. Was ist hier noch möglich? Das sind 2 Zweier, das bringt also auch nichts. Dann lass den Vierer bauen, das macht Sinn. Da sind wir schon fertig. Da sind auch welche. Ja, das sind dann auch 2 nur. Läuft, ne? Wenn das Konstruktionsschiff dann da mal hinschaffen würde, ne? Hier ist ein Achter. Aber das wird wahrscheinlich aus unserer Reichweite raus sein, wenn, ne? Konstruktionsschiff, würde das überhaupt gehen? Nein, siehst du, geht nicht. Außerhalb unserer Reichweite. Hier sieht man ganz schwach unsere Reichweite, ne? Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht besser wird, wenn wir das da bauen. Müsste man gucken. Wie viel haben wir? 183, das dauert nur. Ach, wir hatten 100. Ach ja, okay, wir bauen ja gerade wieder was. Ist klar. Kann man jetzt nicht wirklich sehen, ob das besser wird oder nicht gleich. 14 haben wir, 4 kommen dazu, sind dann 18. Müssen wir die 18 abwarten, bis die fertig gebaut sind. Kommen jetzt erstmal so ein paar Meldungen rein. Sektoren fehlen wieder Ressourcen. Gut, läuft erstmal. Interessiert mich nicht. So. Ja, Essen ist immer noch knapp, ne? Kommen wir auch nicht gegen momentan. Warum? Warten wir es gerade ab, bis das gebaut ist. Kann ja nicht mehr lange dauern. Doch, dauert nur lange. Ah, jetzt sind sie gerade erst dran am Bauen. Die mussten wohl noch so lange dahin fliegen. Ich glaube, hier geht die Grenze runter, ne? Von diesem Schatten. Gucken wir mal. Dann müssten wir die noch in den Sektor aufnehmen, da, ne? Schauen wir gleich mal. Beziehungsweise. Das können wir auch dann in der nächsten Folge, glaube ich, machen, ne?
toll, wieder neuer Anführer oder beziehungsweise verbesserter Anführer. So, komm schon, wird fertig. Na, einen kleinen Moment dauert es noch. Das warten wir jetzt mal ab. ...75% ungefähr haben wir. Alba. Wie heißt der? Abatreus oder so ähnlich. Heißt das Konstruktionsschiff. So, 10% wahrscheinlich noch. 5, 4, 3, 2, fertig. Hier hat sich aber nichts geändert an der Linie. So. Das hier ist ja alles außer unserer Reichweite, gehe ich von aus. Ja. Da kommen wir nicht hin. Das hatten wir gerade gecheckt. Was ist hier los? 2, 1, 2. Und der hier? Keine Ahnung. Wieder mal blinkend und wir wissen nicht, worum es blinkt. Ja. 2x2 bringt uns also auch nicht weiter. Hier oben ist noch was. Ist aber auch 2x2. Da wären feindliche Flotten wahrscheinlich drin. Hier oben wäre eine Dreier-Energie. Müsste man überlegen, ne? Geht das? So, wir müssen erst das Konstruktionsschiff auswählen, sonst kommen wir nicht hin. Ja, komm, zack, da mal hin. Für 300 konnten wir eben den Raumhafen bauen. Das ist jetzt gerade wieder Geschichte. Okay, das heißt, wir müssen wieder ein bisschen sparen. Aber es sind ja 19 Punkte, die das mehr werden. Das dauert nicht lange. Gut, das machen wir aber, denke ich mal, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.